Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Devil May Cry. Im letzten Part haben wir sehr schnell, ich glaube, 3 Aufträge erfüllt. Auch mit sehr guten Noten, wie ich glaube, 2-mal A und 1-mal S sogar. So. Okay. Gar kein Auftragbildschirm. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rüber. Na, so. Zum Glück haben wir die Teufelsform. Ja, hier fängt der neue Auftrag an. Rückkehr des legendären Ritters. Okay. Hört sich spannend an. So. Ja, wir brauchen jetzt leider wieder ein paar Kugeln. Da wir uns auch den Widerstand hier, oder die Widerstandskraft besser gesagt, hier geholt haben. Und ein paar gelbe Kugeln, da wir an einen Gegner sehr oft gestorben sind. Oder besser gesagt 2-mal. Rückkehr des legendären Ritters. Aktivieren Sie den Mechanismus und flüchten Sie über das Dach. Tja, dann machen wir das doch mal. Okay, es wirkt hier auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Können wir hier... Ja, so können wir hier hoch. Fast den Walljump vergessen. Okay. Wir könnten wir wieder auf unseren Teufelsspiegelbild treffen. Verdammt, verdammt, verdammt. Nicht schon wieder die Spinne. Okay, 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 okay. Komm schon. Verdammt. Das haben wir uns ein bisschen zu oft getroffen. Treffen lassen. Ja, und deswegen kann man hier auch wahrscheinlich sich nochmal ein paar Upgrades holen. Holen wir uns mal Schwertangriff, den verstärkten. Vielleicht noch ein paar blaue Kugeln. Okay. Naja, da haben wir ja den Doppelsprung nicht wirklich brauchen, da wir ja eben den Wandsprung haben. So, dann nochmal gegen die Spinne. Ja, Kamera. So, zum Glück sind wir in der Teufelsform nicht ganz so verwundbar. So, komm schon. Oh,
Und, ja, hatten wir die Spinne das zweite Mal besiegt. Tja, da hätten wir die Spinne hoffentlich ein für alle Mal erledigt. So. Okay. Ist hier eine neue Waffe? Dreizack. Ja, okay, auch keine Waffe. Schade. Ich dachte, wir finden noch mal eine neue Waffe. Da wir irgendwie seit dem Schwert und der abgesiegten Schrotflinte nichts mehr gefunden haben. So, hier geht's noch weiter nach unten. Okay, was kann man hier machen? Das ist ein Hebel, mit dem sich die Zugbrücke hochziehen lässt. Er ist völlig verrostet. Vielleicht lässt es sich bewegen, wenn man kräftig nach unten drückt. Ah, ja, ja, das wissen wir. Okay. Hm. Und beim Skelett leuchtet da noch was. Okay, wo ist denn das Skelett überhaupt? Ah, hier hinten. Ist die Leiche eines Soldaten, der sich im Schloss verirrt hat und an Erschöpfung gestorben sein muss. Er hält was. Ein Granatwerfer. Schönes Ding. Erstmal ausrüsten. Na, ich glaube, wir haben gerade eine sehr starke Waffe gefunden. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel Bums dahinter. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Ah, genau. Da waren wir ganz am Anfang und hier waren ja drei Öffnungen. Die waren scheinbar für den Dreizack. Sind wir jetzt nicht hier oben? Ah. Okay, man muss sich beeilen. Wir müssen uns ganz schnell beeilen, sonst kommen wir hier nicht raus. Okay. Ich glaube, wir waren zu langsam. Verdammt. Die Kameraführung ist hier beim nach unten laufen, aber auch nicht besonders von Vorteil. So,
Lasst mich mal kurz in Ruhe. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So. Drüber springen, schnell nach unten. So. Ja, und wir sind schon mal wieder draußen. Na, dafür wieder ein bisschen zu lange gebraucht für einen guten Rang. So, natürlich speichern wir wieder. Ist ja unsere einzige Möglichkeit, hier zu speichern. Neue Kraft. Öffnen Sie mit der neuen Kraft die Tür. So, mal kurz. Ich weiß gerade nicht, ob sich das auszahlt. Hier ist so ein Teufelsstern. Ja. Versuch kann nicht schaden. Auftrag beginnen. Okay. Ah, das sind Verbrauchsgegenstände. Ich dachte mir, das wären irgendwelche passiven Buffs oder so. Naja. Kann nicht alles haben. Okay. Kein Weg zurück für uns. Verdammt, jetzt habe ich nicht gelesen, was wir machen sollen. Ein Stein ist da eine Nachricht eingemeißelt, bei der es sich um eine Geschichte zu handeln scheint. Das Schicksal wartet tief in den Katakomben des Kolosseums. Okay, und hier haben wir wieder so eine Upgrade-Statue. Das heißt, wir müssen scheinbar hier in die Katakomben. So, komm schon. Okay. Okay, die sehen nicht so freundlich aus. Aber wir sind auch nicht freundlich. Na. Komm schon. Stirb. So. Okay. Und hier hinten haben wir das erste Mal eine gelbe Kugel. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Hier haben wir irgendein Teil. Hier haben wir ein Tor. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Türen. Wo müssen wir als erstes hin? Kann man hier hoch? Ja, hier kann man hoch. Und ein bisschen geweihtes Wasser. So, gibt es hier noch eine... Ne, hier gibt es keine Tür. Hier gibt es nur eine grüne Kugel obendrauf, wo man wahrscheinlich nur mit einem Doppelsprung hin kann. Tja.
Naja. So, mal schauen. Auf der Tür ist ein rot schimmerndes Schildemblem. Okay. Das heißt, hier kommen wir mal nicht weiter. Die ist auch nicht wirklich eine Anzeige, wo wir weiter müssen. Das Dekor weist auch zwei Gegenstände auf, die ganz wie Ritter aussehen. Es hat den Anschein, dass die beiden Ritter etwas in Händen halten sollten. Darunter ist eine Inschrift gemeißelt. Die leuchtenden Schilder und die leuchtenden Schilder und ein Lanzenpaar werden den Weg zum Schlachtfeld weisen. Okay, hier hinten hatten wir ja ein Schild. Können wir das vielleicht abnehmen? Nee, scheinbar nicht. So, hier hinten sind noch ein paar rote Kugeln und hier ist auch noch ein Schild. Ah, diesmal ist es ein blau schimmerndes Schildemblem. Okay, das heißt, wir haben hier die rote Tür, hier haben wir einen Durchgang, der auf der Karte in den Nebenraum hier führt. Okay. Und hier haben wir eine Tür. Gehen wir erstmal hier durch. Die Tür ist von der anderen Seite fest versiegelt. Okay, das heißt, wir versuchen es noch an der roten Tür. Hier sind ein paar Worte eingemeißelt. Zwei Flammen, die alle Macht widerstehen, werden den Weg öffnen. Okay, das heißt, wir müssen hier Feuer legen. Hier brannte scheinbar einmal ein Wachfeuer. Die Flammen sind erloschen. Ich akzeptiere nur Flammen, die alle Macht widerstehen. Okay. Das heißt, hier können wir nichts machen. So, sind wir jetzt von hier gekommen oder von hier hinten? Nee, wir sind von der Tür gekommen, hier direkt in den Außenhof hier. Okay, das heißt, wir gehen den einzigen Weg, der auch geöffnet ist. Okay, sieht aus, als könnte man sich hier entscheiden, wo man lang geht. Gehen wir erstmal nach links. Na, okay. Führt eh nur im Kreis. Ist scheinbar ziemlich egal, welchen Weg das wir nehmen. Ja, hier ist noch eine gelbe Kugel. Die nehmen wir gerne mit. So, ist hier oben noch was? So, kurz abkürzen. Na, ja, ein Teufelstern. Ah, hatten wir ja schon. Haben wir uns ja geholt. Naja. So, hier kann man nach unten. Das heißt, wir müssen das Symbol hier wieder mit unserer Macht aufladen. Okay, und schon müssen wir jetzt auf die Plattform springen. Okay, es ist nicht ganz so einfach. Es
könnte schwierig werden mit Kameraführung. So, hier drüben weiter. Hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch, damit wir hier hinkommen. Hier ist eine Inschrift im Sockel. Mein Name ist Ifrit. Der Tor, der mich erweckt, wird mit den Flammen der Hölle bezahlen. Ifrit. Ein flammender Handschuh, ihr zwei, das seinen Besitzer zusätzliche Kräfte verleiht. Na, okay. Das heißt. Die können wir, glaube ich, nicht wechseln. Oder ne, die haben wir jetzt statt unserem Schwert. Genau. So läuft das. So, komm schon. Na, zum Glück haben wir einen Granatenwerfer. So, allerdings glaube ich, werde ich den Part dann an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Lasst wie immer eine Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr es verfassen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Devil May Cry wieder. Ciao.